Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Anleitungsvideo. Es soll darum gehen, wie PCs, die also nicht mehr richtig hochfahren, die irgendwelche Probleme schon beim Start des Betriebssystems haben, wieder zum Laufen gebracht werden. Rechnen Sie damit, dass das also schon mal 10 Minuten, eine Viertelstunde lang dauern kann. Sie müssen dazu zunächst die Schulkonsole öffnen. Die finden Sie, sollte sie nicht gestartet sein, im NAL unter CLG Programme, Betreuung, Schulkonsole Windows 7 oder wenn sie gestartet ist, auch hier unten als Symbol. So sieht sie aus. Als Lehrer angemeldet haben Sie diese Menüpunkte hier oben alle zur Verfügung und an dieser Stelle können Sie jetzt Folgendes tun. Ermitteln Sie auf der Vorderseite des PC die genaue PC-Nummer. Dann wählen Sie hier links im Untermenü den Menüpunkt Image aus. Und hier ist natürlich wichtig, dass Sie jetzt den richtigen PC auswählen. Das heißt also, links drüben der einzelne PC an der Wand ist der PC Nummer 1. Dann geht es nach rechts in der Reihenfolge erste Reihe 2, 3, 4, 5, 6. Das ist also die komplette erste Reihe. Und dann haben Sie hier hinten die nächste Reihe. Sind also die nächsten 5 PCs 7, 8, 9, 10, 11 und die letzte Reihe 12, 13, 14, 15, 16. Achten Sie also wirklich strikt darauf, dass Sie den richtigen PC haben, ansonsten lassen Sie lieber die Finger davon. Jetzt wählen Sie hier aus, für welchen PC Sie praktisch eine neue Installation starten möchten, gehen auf Anwenden, dann warten Sie so circa 2 Minuten und dann können Sie den PC neu einschalten und da wird dann beim Einschalten das Image neu aus dem oder vom Server auf den PC übertragen und den PC praktisch vollständig neu einrichten. Damit sollte dann das Problem auch behoben sein und der PC wieder funktionieren. Wie gesagt, das kann also schon mal 15 Minuten dauern. Da bräuchten Sie etwas Geduld, aber damit lassen sich sämtliche Startprobleme im Normalfall beheben. Das war's auch schon. An dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer hoffe ich, dass es Ihnen natürlich hilft. Wiederhören.